Danke. Wissen Sie, ich weiß ja nicht, was Sie so für Post bekommen. Also ich kriege immer nur Werbung, Rechnungen, Mahnungen, Haftbefehle. Normale Post ist gar nicht drin. Es gibt aber auch Leute, die kriegen ganz normale Post. Und zwar meine Tante Gerda und mein Onkel Fred, übrigens eine Zielgruppe über 49. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Post für Tante Gerda und Onkel Fred. Liebe Gerda, lieber Fred. Toten Sonntag gewünscht Frau Hoffmann. Wie geht es euch? Mir geht es auch gut. Gerda, du wolltest doch das Rezept für Wildschweinbraten. Das Rezept für Wildschweinbraten geht so. Ein Wildschweinbraten. Liebe Gerda, lieber Fred, habt ihr diese Karte erhalten? Na, freut uns. Ewald ist ja nun auch schon 50 Jahre aus der Gefangenschaft. War beim Russen, aber hat sich gut erholt. Ist euer Rudolf noch im Gefängnis? Na denn, frohes Fest wünschen Waltraud, Ewald und unsere beiden Söhne Karl-Heinz. Ein kleiner Gruß aus dem Urlaub. Hallo ihr, Grüße von uns. Liebe Gerda und auch Fred. Bei Edeka kostet die Butter nur 1,69. Soll ich euch ein halbes Pfund schicken? Na ja, was noch? Mutter ist gestern von einem Mercedes überfahren worden. Sie war sofort tot. Frohe Feiertage wünschen euch Hedwig und auch Hartmut. Liebe Gerda, lieber Fred, frohe Pfingsten wünscht Frau Schmidt-Hansen. Komme gerade vom Arzt, habe 500 Zucker. Rheuma ist besser geworden, doch Treppensteigen fällt immer noch sehr schwer. Na, das Herz. Stirnhöhlen sind wieder zu, aber kann schön abhusten. Die neuen Kniegelenke passen nicht. Die Kniescheiben sind hinten. Nachts schmerzt Rücken. Wird besser, wenn ich auf Seite liege. Am Tage liege ich auf Bauch. Schmerzt auch. So, muss Schluss machen. Bin bewusstlos. Das war. Dankeschön. Ja. Das war die Post für Tante Gerda und Onkel Fred. Dankeschön.